Parts oder so gesagt die letzten beiden Parts haben wir unser Zuhause gesucht. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut und würde sagen, da drüben ist eine ganz schöne Ebene und da werden wir wohnen. Achso, da liegt's. Ich dachte, ich habe mein Bett kaputt gemacht, aber es geht doch nicht. Diesmal muss ich auch meine Nachrichten leise stellen, weil das soll nicht nochmal vorkommen. Ach, nicht schon wieder. So, Schwein. Du musst jetzt daran glauben. So haben wir schon Level 3. Aufgeklatscht. Naja, zumindest habe ich es nicht getötet. Es hat Fallschaden bekommen. So, ich bring's mal rum. Ich gehe jetzt mal darüber. Also, ich hoffe, ihr seid auch der Meinung, dass es hier passt. Hier war noch Zuckerrohr, das habe ich mitgenommen. Sind wir insgesamt schon 42, das ist hier schon mal eine ganze Menge, oder? Da drüben ist auch noch eins, aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Na los, komm. Komm. Hä? Ja. Okay. Also ich muss jetzt noch genau gucken, wo. Also ich gehe jetzt nochmal darüber. Ich bin ja nicht weiter wie hierher gegangen. Aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, dass hier unser Zuhause kommt. So. Ja, ich würde. Wir sind da Loch. Okay. Enderman. Nee, jetzt. Ich habe noch keine Monster eingehabt, also geht das gar nicht. Ja, ich würde sagen, hier so, oder? Nicht? Doch, natürlich. Ja, willkommen zu unserem neuen Zuhause. Also hier so beim Wald, würde ich sagen. Hier. So, hier kommt so unser Haus hin, würde ich sagen. So, ich mach mal ein bisschen hier weg. Okay, nee, das würde ich so machen, wie ich. Oh, sehr für die Tiere. Ach so, nee, die behalte ich mir für die Kuhfarm, weil dann kann ich mir gleich eine Kuhfarm machen. Die kann ich mir hier machen und das Haus halt dann so weiter oben. Also hier. Nee, das Haus möchte ich mir hier machen, wo so mehr eine Fläche ist, weil da geht es immer so hoch und runter, das mag ich nicht. So, und zwar haben wir schon Eisen gefunden und das schmelze ich jetzt erstmal, damit ich mir einen Wassereimer machen kann. Und wenn ich das Wasser nämlich über das hohe Gras schütte, dann geht das schneller weg. Und währenddessen mache ich jetzt hier noch ein bisschen. So, alles schon weg hier. So, haben wir schon drei? Ja. Ich habe auch IP dafür bekommen. Falsch. Ich will sie lieber hier haben. Ich meine, ich weiß auch noch nicht, wo, also, ich werde schon das Haus hier bauen, aber die werde ich bestimmt dann wieder umstellen. Wassereimer. Hier. Ich muss jetzt suchen. Ich muss mich auch immer so dumm stellen. So. Gut. Und zwar stelle ich mir das jetzt so vor. Da. Ich renne so vorbei. Ich schütte es immer da. Ja, so. Und das macht dann halt das ganze hohe Gras weg. So geht es ganz schnell.
Also von mir ein Tipp, dass ihr es auch so machen könnt. Ich meine, bei der PC-Version geht das schneller. Aber ich empfehle euch für die Pocket Edition, dass ihr es so macht. Ach, das Loch, das hält das Wasser auf. Gut. Hier noch. Damit ich zumindest mal ein sauberes Grundstück habe. Ich sage ja immer zu diesem hohen Gras Unkraut. Ich meine, so sieht es ja aus, weil Gras ist ja schon genug hier. Nur ich mähe es halt so gut wie ab. Ich kann mir vorstellen, dass es in Minecraft Marken Rasen mehr gibt. Naja, eigentlich nicht. Naja, keine Ahnung. Wer Minecraft Mark nicht kennt, also bei Venicraft, Basti zockt, MinecraftExpert.de oder auch Sturmwaffel und die ganzen Minecraft-Let's Player, die Let's Playen alle in einem Server Minecraft Mark. Ich kann euch jetzt nicht erklären, was das ist, aber ihr müsst euch das unbedingt angucken. Das ist echt geil. Das sind so riesige Modpacks und da kann man Maschinen bauen, alles und verschiedene Mobs und ein ganz anderer Nether und eine andere Dimension. Also, das ist echt cool. So, jetzt ist hier mal schon ein schönes Grundstück. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal mit meinem Haus. Ich möchte das mit Eichenholz am Rand machen und ups. Und ich habe da noch ein bisschen wenig. Na los. Deswegen hole ich noch kurz eins. Oh, da ist ein Lavasee. Auch gut, weil da können wir immer Lava holen, wenn wir es brauchen. Oder vielleicht sogar Obsidian. Fürs Nether-Portal. Und für den Enchantment-Table. Wenn man ihn auch mal in Survival machen kann, wenn das Update draußen ist. Also momentan kann man es nur im Creative Mode machen. Man kann auch diesen Braustand da machen, damit man Tränke brauen kann. Und das. Ja, wieso gehe ich denn wieder zurück? Ich brauche noch mehr Holz. Ja, weil für den Braustand braucht man eine Lohnroute. Und glaub mir, in meiner privaten Welt, ich bin schon so ehrgeizig auf eine Lohe. Weil, also ich habe so lange gebraucht, dass ich mal eine Festung finde. Und diese Festung ist so gut wie nur über dem Lavameer im Nether. Und es wird Nacht. Ich würde sagen, ich schlafe mal, weil damit mein Spawnpunkt festgelegt ist. Der nächsten Nacht kann ich ja dann schon mal gegen die Monster kämpfen. Ja, wie gesagt, dann habe ich endlich mal eine Festung gefunden und die war halt über dem Lavameer. Und reicht das? Ja, 3 Block hoch, das reicht. Und es ist halt sehr blöd, das ist zu hoch. Ich kann nicht mal ausreden, ey. Und die Lohen, die verstecken sich ja immer in der Luft. Also sie, wenn man sie angreift oder wenn sie einem angreifen, also erstens machen sie sehr viel Damage, also nee, Blödsinn, die Wither-Skelette machen Damage, weil die haben dann auch immer eine Rolle zum Mitspielen. Die mischen sich auch immer ein. An dem bin ich auch letztens gestorben. Ich habe was Doofes gemacht jetzt. Oder? Warte, wie will ich das machen? Ja, und die Lohe, da hat sie dann endlich mal eine Lohenrute getroppt und dann ist sie in die Lava gefallen. Ja, ich mach's so. Autsch. Ich mach jetzt hier. Moment mal, wie? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gut, dann mache ich hier auch wieder 4. Warte, 1, 2, 3, 4. Und da mache ich dann Bam, 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 Bam. Dann mache ich es so, dann so und so. Ja, weil das Haus, wenn es einfach nur ein Quader ist, dann ist es ja auch langweilig. Ja, ich mache jetzt hier noch bis. Reicht das? Nee, ich mache es so, oder? Ja, das reicht. So.
Ah. Habe ich mir auch noch ein Loch gegraben. Bin ich noch weiter gefallen. Ich hoffe, das passt. Ja. Aber ich brauche noch Holz. Wie viel haben wir denn? Was? 10 Minuten schon? Oh Gott, oh Gott. Ja, es tut mir leid, dass die Parts so halbwegs langweilig sind, weil wir nie so viel schaffen. Ich mache den hier eh noch 5 Minuten, also länger. So. Ich brauche noch etwas mehr. Mach das ein bisschen leiser. So einer noch und dann müsste es reichen. Gut, die Rosen kann ich, oder? Ja, kann ich. Eine Fliege auf meinem Knie. Oh Gott, es regnet. Ja, bin auch froh, dass es Regen gibt. Ich meine, es ist nicht sehr viel schöner, aber es ist auch irgendwie cooler. Und es gibt auch Gewitter, nur die Blitze machen keinen Donner. Ich habe das auch schon. Ich habe auch schon ein Video hochgeladen vom Gewitter. Das ist eine Kuh. Meine erste Hauskuh. Ja, und das Gewitter, ja, und die Blitze. Wisst ihr, ja, es gibt wirklich Blitze, nur ich konnte sie irgendwie nicht filmen. Also ich habe sie irgendwie verpasst, als ich aufgenommen habe. Ich hoffe, wir sehen hier welche. Naja, aber ich muss sagen, leicht donnert es, ja. Also blitzt es. Ein bisschen hell, dunkel, hell, dunkel. Und vielleicht sehen wir es sogar ein. Also in diesem Let's Play sicher. Ich beende das Let's Play nicht. Also. Ich werde es vor 100 Parts sowieso nicht beenden, also das ist schon mal, steht schon mal fest. Und ich brauche viel mehr Holz. Komme ich auch gerade drauf. Und es kommen immer neue Updates dazu und immer neues Dinge zum Entdecken. Deswegen will ich das Let's Play vorerst nie enden. So. What? What the hell dann? Ach so, nee, das gehört so genau. So, jetzt muss ich noch was holen. Oh Gott. Das ist ein schöner Angelteich. Ich hoffe, er ist nicht zu niedrig, weil er ist nur ein Block tief. Also, wenn ich mich mal hochbaue und ich wieder runterspringe, sollte ich lieber nicht in diesen Zeder springen. Weil das könnte böse ausgehen. Ja, also zum Plan heute. Also heute wird wieder ein Mario Kart Part kommen. Ob irgendein anderer Part auch noch von irgendwas, das weiß ich nicht. Das kommt immer ganz spontan. Wie zum Beispiel das mit den neuen Versionen. Wenn ich da mal jetzt was Cooles entdeckt habe oder was halt Neues oder so, wie zum Beispiel der Gas und der Magma. Naja gut, der Magma Schnell gab es schon vorhin, aber nicht im Nether. Also nur das Spawner-Ei. Dann ist es Zeit. Alter, das sieht genau ausgegangen. Cool. Ja, tretet ein, liebe Kühe. So, was haben wir? 14 Minuten. Ja, okay. Dann machen wir schon noch was. Also, jetzt kommt noch die Wand. Da brauche ich auch noch Holz. Doch nicht ausgegangen. Ja, ich habe jetzt auch nur an den Umriss da gedacht. Weil das der Rand und so, den möchte ich immer mit Holzstämmen haben. Ich finde, das ist einfach sehr schön. Ich möchte, dass das Projekt nicht nur cool, sondern auch schön wird. Also die Häuser und das alles, was wir halt bauen. Ich brauche auch Birkenholz für den Fußboden. Mache den Fußboden, wie ihr vielleicht schon in anderen Minecraft-Szenen von meiner privaten Welt gesehen habt, will ich immer Fußböden in Birkenholz machen.
Früher habe ich überhaupt keinen Fußboden gemacht. Einfach Wiese. Okay, bisschen kann ich ja jetzt schon beginnen. Ich mache jetzt momentan nur schnell das unten. Wenn ich das über, das auf der einen Seite alles ist und auf der anderen gar nichts, ich gleiche es aus. So, das mal der Umriss, also dass man weiß genau, wo alles, ja, was halt das Haus ist. So, ich muss mir eine neue Axt machen, aber das erst im nächsten Part. Ich mache jetzt noch die drei Dings weiter hier. Ja, und ich stehe jetzt im Regen ohne Dach. Also das Dach kommt bei mir, also zuerst kommt der Umriss, dann kommt die Wand und dann kommt das Dach. Bei mir ist das immer so. Ja, okay, dann danke fürs Ansehen und die Kuh hat ihre Mutter verloren. Ich habe sie doch gerade noch gesehen. Wo hast du sie denn gelassen? Dann kommt doch zu mir, oder? Oder nicht? Naja, bei mir wirst du auch nicht trockener. Ich habe weder ein Handtuch noch ein Dach. Ja, Leute, dann hoffentlich wird es im nächsten Part wieder schön werden, also vom Wetter her. Und ich bedanke mich fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja. Dann winke, winke. Winke, winke. Okay, bis dann und ciao.